Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass Sie nunmehr zu Hause ebenso eingestimmt sind auf das große Spiel, auf das Finale dieses Fußballfestivals 1974 zwischen der Mannschaft der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, so wie hier die knapp 80.000 Zuschauer im Olympiastadion zu München. Die wichtigste Nachricht als Ergänzungsmeldung für Sie zu dem, was Sie in den Zeitungen gelesen haben: Die Aufstellung ist so geblieben, wie sie bereits gestern veröffentlicht wurde und auch heute Morgen in den Sonntagsblättern, sowohl bei der Mannschaft der Niederlande als auch bei der Elf der Bundesrepublik Deutschland. Die offizielle Anzeige an der großen Tafel lautet korrekt: Niederlande gegen Bundesrepublik Deutschland. Sieger der Gruppe A gegen Sieger der Gruppe B. Und ich nenne Ihnen auch zuerst die Mannschaftsaufstellung der Niederlande. Ich darf noch einmal kurz unterbrechen, damit Sie die offizielle Zeremonie verfolgen können, wenn die Mannschaften nun einlaufen. Der neue FIFA World Cup, um den es ja im Grunde genommen zum ersten Mal geht, nachdem der Coupe Jules Rimet endgültig in den Besitz der Brasilianer übergegangen ist. Neben dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Prinz Bernhard der Niederlande, der holländische Ministerpräsident, Bundeskanzler Helmut Schmidt, WM-Direktor Hermann Joch. Niederlande gegen Bundesrepublik Deutschland. Schiedsrichter der Begegnung ist Mr. John Taylor aus England. Als Linienrichter assistieren Senor Alfonso González Argundia aus Mexiko und Senor Ramón Barreto Ruiz aus Uruguay. Die Mannschaftsaufstellung: Niederlande. Jonglund, Zurbier, Kroll, Hahn, Jansen, Reisbergen, Neeskens, Rip, Rolf, Van Hanegen, Renzenbrink. Als Auswechselspieler stehen zur Verfügung Schreivers, De Jong, Israel, René van der Kerkhoff, Kaiser. Bundesrepublik Deutschland: Meyer, Fuchs, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Bonhoff, Hoeneß, Overath, Müller, Hölzenbein. Auswechselspieler: Niedbuhr, Höttges, Kullmann, Flohe, Heinkes. Schönen Dank.
Der Stadionsprecher hat mir einige Arbeit abgenommen. Ich darf aber trotzdem noch einmal wiederholen, die Nummerierung. Youngblood mit der Nummer 8 im Tor. Sürbier, rechter Verteidiger mit der Nummer 20. Libero Hahn mit der Nummer 2. Linker Verteidiger Kroll Nummer 12. Vorstopper Reisbergen Nummer 17. Der Ehrenpräsident der FIFA, Sir Stanley Rouse, übergeben nun dem Schiedsrichter die erste Münze der Serie Rettet die Natur. Diese Münze wird in 24 Ländern geprägt werden und der Erlös dient der Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt. Seine königliche Hoheit, Prinz Bernhard der Niederlande, überreicht nun dem Schiedsrichter, Mr. Taylor, in seiner Eigenschaft als Präsident der Stiftung World Wildlife Fund diese Münze, mit der der Schiedsrichter die Platzwahl der beiden Finalisten vornehmen wird. So ist es und hoffentlich darf Mr. Taylor diese doch recht wertvolle Münze für sich als Souvenir behalten. Ich möchte nur wissen, wer sich für welche Seite entscheidet, denn die Münze zeigt auf der einen Seite das Wappentier Indonesiens, sowie auf der anderen Seite den javanischen Tiger, der nach Schätzungen der Fachleute nur noch in 5 bis 10 Exemplaren vorhanden ist. Johann Cruyff und Franz Beckenbauer bei der Seitenwahl. Und bevor das Spiel beginnt, möchte ich Ihnen doch noch die endgültige Nummerierung zur besseren Orientierung geben. Die Holländer weiter im Mittelfeld. Van Hanegem Nummer 3, Neeskens Nummer 13, Janssen Nummer 6. Im Angriff rechts außen Repp Nummer 16, Cruyff
Mittelstürmer Nummer 14 und Renzenbrink Nummer 15 linksaußen. Die deutsche Formation ist denen im Wesentlichen sicher bekannt. Ich wiederhole, im Tor Meier mit der Nummer 1, in der Abwehr Vogt Nummer 2 und Breitner Nummer 3. Dazwischen Franz Beckenbauer mit der Nummer 5 als Libero und davor Schwarzenbeck mit der Nummer 4 als Vorstopper. Im Mittelfeld der junge Mönchengladbacher Bonhof mit der Nummer 16, dazu Hoeneß Nummer 14 und Wolfgang Overath mit der Nummer 12. Im Angriff von rechts Grabowski mit der Nummer 9, Müller Nummer 13 und Hölzenbein Nummer 17. So sieht es auf dem Papier aus, aber die Taktik der beiden Trainer von Rinus Michels und Helmut Schön ist natürlich doch weithin unbekannt, wenngleich darüber viel geschrieben und gesagt worden ist. Wir müssen erst einmal sehen, was und wie spielt Johan Cruyff bei den Niederländern. Danach wird sich richten, ob Berdy Vogts die Bewachung des Superstars aus Holland, der jetzt beim FC Barcelona spielt, übernimmt oder ob dies doch Bonhof tut. Ein Kuriosum: bei der grandiosen Schlussfeier sind die Eckfahnen entfernt worden und vergessen worden aufzustellen. Die Platzordner haben jetzt ein bisschen Mühe, die vier Eckfahnen an allen Seiten wieder rechtzeitig anzubringen. Schiedsrichter Taylor aus Wolverhampton sieht dem Spiel gelassen zu. Die letzte wird jetzt drüben auf der Gegenseite eingepflanzt. Und nun könnte es eigentlich nach einer Verspätung von 2 Minuten losgehen. Die Holländer spielen an. Jetzt auch noch die Fahne an der Mittellinie. Beifall der fast 80.000. Natürlich knisternde Spannung. Das Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper, und Hahn, der Libero. Und schon kommt Johan Cruyff. Tatsächlich steht bei ihm Berdy Vogts. Reichsbergen, Kohl und Renzenbrink. Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neeskens, der schon 2 Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1:0, Torschütze Neeskens. Harter, klarer Spannstoß. Es steht 1:0 für die Holländer durch Neeskens. Hölzenbein von Zürbier gefolgt. Breitner, Müller, Breitner,
Wieder Cruyff am Ball. Vogts. Neskens, Cruyff. Und wieder Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Verwarnung für Verdi Vogts. Das wird natürlich seine Nerven nicht bessern. Die erste harte Attacke von ihm, knapp hinter der Strafraumgrenze, führte ja bereits zu einem Elfmeter. Und es war das dritte Foul gegen Cruyff. Schwarzenbeck, Beckenbauer. Overath. Freistoß. Nach einem Foul von Neskens. Overath. Cruyff. Vogts. Hohenhoff. Erster Eckball. Hoeneß, wieder Cruyff, das war Sürbier, der rechte Verteidiger, der sehr offensiv wirkt bei den Holländern im Allgemeinen. Nun ist also die Frage, wie sich die deutsche Mannschaft von diesem unerwartet großen Schock erholt. Hoeneß. Van Hanegem geht mit ihm und Hahn der Libero. Neskens. Bonhof, sein Bewacher. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Breitner. Vogts, Müller, Breitner, wieder Cruyff gegen Vogts, Rensenbrink, Regelwidrigkeit von Van Hanegem. Müller, ganz scharf gedeckt durch Reisbergen. Overath, Breitner.
Solch ein frühes Gegentor kann natürlich auch als Stimulanz wirken. Jabowski. Da kommt Cruyff und will sogar einwerfen. Er treibt sich also überall herum. Er spielt nicht absolut vorn in der Spitze, sondern genauso im Mittelfeld oder in der eigenen Abwehr. Aber das machen die Deutschen richtig. In der eigenen, in der holländischen Hälfte wird Cruyff nicht markiert, sondern nur abgeschirmt. Neeskens. Und erst, wenn er vorsteht, über das Mittelfeld übernimmt ihn Berti Vogts. Hoffentlich dann in Zukunft mit besserem Erfolg als in den ersten Minuten. Beckenbauer. Hahn und Reisbergen. Hahn, der Libero. Und Hannerheim. Da ist der Einsatz von Gerd Müller zu loben, der die Spielereien der Holländer versuchte zu unterbinden. Aber sicher versucht man damit, die deutsche Abwehr aus der Defensive zu locken. Beckenbauer. Hoeneß. Und Schwarzenbeck, der klar rechter Verteidiger spielt, gegen den Linksaußen Rensen bringt. Jabowski, Hoeneß. Hölzenbein. Thank you.
Schwarzenbeck Glück gehabt. Gegen Van Haan, den Libero. Indirekter Freistoß. Beckenbauer. Hoeneß. Jabowski. Die holländische Abwehr steht zusammen mit dem Mittelfeld sehr gut gestaffelt vor dem eigenen Strafraum. Mit ganz enger Beschattung der deutschen Angreifer. Es ist schwer für Beckenbauer, die Bälle nach vorne zu schlagen. Das mit dem Flügelspiel klappt noch nicht in der deutschen Elf. Der gefährlichste Flügelstürmer war bis jetzt Paul Breitner, der linke Verteidiger. Da ist er wieder im Bild. Fuchs. Drei Angreifer gegen fünf Abwehrspieler. Renzenbrink gegen Schwarzenbeck. Grabowski. Hoeneß. Und Torabstoß. Das ist Janssen. Eisbergen. Neskens und Cruyff. Hahn. Müller. Hoeneß. Schwarzenbeck. Und Breitner. Indirekter Freistoß für die holländische Mannschaft. Hahn, der Libero, jetzt wieder am Ball gewesen, ist außerordentlich offensiv. So,
So, das ist besser als pfeifen. Ball im Aus. Schwarzenbeck. Vogts, Müller. Freistoß wegen eines Fouls von Reichsbergen. Beckenbauer, der Freistoß wird wiederholt, weil die Abwehr der Holländer noch nicht 9,15 Meter vom Ball stand bei der Ausführung. Bonhof. Eckball. Bonhof und die Stärke von Jungblut, die einhändige Faustabwehr. Beckenbauer. Das Spiel ist unterbrochen. Und wird mit einem Freistoß für die deutsche Mannschaft fortgesetzt. Müller. Hoeneß, Overath, Müller, Freistoß gegen Müller. Schiedsrichter Taylor zeigt an, wie er das Foul gesehen hat. Da wird jetzt aber Müller zu Boden gestoßen, und zwar von Van Hanegem. Der Schiedsrichter geht hinaus, da sehen Sie es vielleicht in der Wiederholung. Der Schiedsrichter geht hinaus zu seinem Linienrichter. Zu dem Mexikaner Acundia. Hier die Szene, klar zu sehen, hinter dem Rücken von Taylor. Gelb für den holländischen Spieler. Gelb für Van Hanegem.
Immer noch herrscht große Nervosität auf beiden Seiten. Und vielleicht können natürlich die deutschen Spieler durch den Elfmeterschock ihre Linie, ihr Spiel im Augenblick nicht finden. Ich hoffe, dass wir die Situation in der Halbzeit noch einmal zeigen können, um festzustellen, ob es im Strafraum war, wie weit es im Strafraum war und ob es Vogts gewesen ist oder gar Hoeneß, der den Holländer vom Ball gedrängt hat, unfair vom Ball gedrängt hat. Sürbier gegen Hölzenbein, Janssen. Neskens. Wo Neskens ist, ist auch Bonhof. Beckenbauer, Overath. Hölzenbein. Breitner ist mitgegangen. Elfmeter! Die Szene noch einmal, Hölzenbein. Eisbergen. Schauen Sie hin, meine Damen und Herren, Breitner die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Beim Stande von 0:1 in der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor! Cruyff, Neskens, nun wissen beide Mannschaften um die Spielleitung von Schiedsrichter Taylor, dass er im Strafraum genauso korrekt pfeift wie außerhalb. Janssen, Freistoß.
Müller. Vogts. Elsenbein. Wieder Vogts. Vogts. Große Sache von Verdi Vogts, aber ebenso auch von Jungblut, dem holländischen Torhüter, der den Winkel ganz großartig verkürzt hat. Overath. Grabowski. Wo Gerd Müller ist, sind natürlich meistens gleich zwei Gegenspieler. Heisbergen. Starker Mann in der niederländischen Abwehr. Der Vorstopper von Feyenoord. Sürbier. Heisbergen wieder am Ball. Er macht heute erst sein 8. Länderspiel. Hatte in der vergangenen Saison Mühe, manchmal in die erste Mannschaft von Feyenoord zu kommen. Mit einer der stärksten Abwehrspieler der Holländer, Cruyff, nicht gefault. Hoeneß von Hölzenbein eingesetzt. Müller, Breitner. Da, weiter, Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Grabowski. Grabowski. Hölzenbein. Abseits. Abseits von Gerd Müller. Hoeneß wird immer stärker. Wieder Heisbergen, der da drüben gerettet hat vor Müller.
aber jetzt wird das Spiel flüssiger und schöner. Cruyff. Schürbier. Hahn. Klares Foul. Freistoß für die deutsche Elf. Hölzenbein. Grabowski natürlich. Viel selbstbewusster als in den ersten 20 Minuten. Hoeneß läuft an. Beckenbauer. Großartiges Täuschungsmanöver. Herrliche Parade von Jungblut. Unglaublich, dieser holländische Torhüter. Alles mit einer Faust. Grabowski. Overath. Janssen. Neeskens. Der Sonderbeifall hier im Stadion gilt Berti Vogts. Der sich unwahrscheinlich steigert. Breitner. Da, Vogts. Cruyff, nur noch Beckenbauer, aber zwei Angreifer. Richtig großartig herausgelaufen, Meier, im richtigen Augenblick und auch den Winkel nach der Seite verkürzt. Wieder Vogts, Wolfgang Overath. Hoeneß. Grabowski. Ah. Overath. Hölzenbein. Und Ekman. Hoeneß. Breitner. Abseits. Nein, kein Abseits. Der Linienrichter hat es angezeigt. Schiedsrichter Taylor war anderer Meinung.
Felsenbein. Klares Foul von Neeskens. Es wird wieder eine Karte geben. Verwarnung für Neeskens. Grabowski. Wohnhof. Abseits. Die Abseitsfalle, die oft besprochene der Holländer, hat funktioniert. Noch 5 Minuten bis zur Halbzeitpause. Müller, Hoeneß. Beiden wechseln sich wieder ab als vorderste Spitze. Reisbergen. Hahn. Vorteil von Hannegem. Zur Pause. 1:1 durch die Foul-Elfmeter in der 2. und 25. Minute. Mehr Chancen für das deutsche Team. Ich denke an die Gelegenheit von Berti Vogts, als Jongblom prächtig parierte. An Uli Hoeneß Alleingang 4 Minuten später in der 34. Minute. An den raffinierten Freistoß von Franz Beckenbauer, den Jongblom hervorragend meisterte. Übrigens ein Freistoß, wie in der vergangenen Meisterschaftssaison Beckenbauer ihn in Duisburg im Wedau-Stadion gegen den MSV mit Erfolg zelebrierte. Da wurde es ein herrlicher Treffer. Das geht noch mal ins Auge. Diese vielen Querpässe, diese Querpassagen übers Feld. Das haben die deutschen Spieler jetzt erkannt. Sürbier. Ja, Grabowski spielt auf. Bonhof. Müller. Und 2:1. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1:2. Torschütze Müller. Die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht, weil er die kürzesten Reflexe hat. Selbst wenn der Ball beim ersten Mal vom Fuß springt, er setzt sofort nach. Das war die 44. Minute. Bruno. Thank you.
Ja, da gibt es doch keine Diskussionen über diese Aktion von Franz Beckenbauer. Das ist der Ästhet, der in diesem Turnier auch noch das Kämpfen gelernt hat. Halbzeit im Finale um die Fußball-Weltmeisterschaft 1974. 2:1 für die deutsche Mannschaft. Und Sie werden mit mir übereinstimmen, dass es ein bisschen nervös, hektisch begonnen hat. Insbesondere auf Seiten der deutschen Mannschaft dieses Finale. Dass sich aber die deutschen Spieler unwahrscheinlich gesteigert haben. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, erhält jetzt noch Johann Cruyff die gelbe Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung. Jawohl! Er diskutiert immer noch. Sie wissen, dass das selbstverständlich alles korrekt ist. Cruyff hat sich in Diskussionen, sicher auch des Englischen mächtig, mit Taylor eingelassen. Vom Schlusspfiff an bis an die Seitenlinie. Und die Verwarnung kann ausgesprochen werden. Ja, es könnte sogar ein Platzverweis in der Halbzeit, in der Pause, in der Kabine erfolgen. Aber hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Ich kann die Nervosität verstehen auf beiden Seiten. Schiedsrichter Taylor hat seine Regelauslegung, die vielleicht nicht jedem zusagt. Aber er hat keine der Parteien meines Erachtens benachteiligt. Hat etwas kleinlich gepfiffen. Trotzdem sehr, sehr korrekt. So, und jetzt wollen wir uns noch einmal die beiden ersten Tore zumindest ansehen. Das Foul im deutschen Strafraum, wie das zugegangen ist. Ich würde sagen, bevor wir uns allen eine Pause gönnen, spielen wir das ab. Jawohl, da kommt die Aufzeichnung. Hoeneß war es, nicht Berdi Vogts. Noch einmal aus der anderen Position. Jawohl, klar zu sehen im Strafraum. Und die Regelwidrigkeit ist auch klar, also Elfmeter. Neskens, keine Chance für Sepp Maier. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1:0. Hat sich zwar nach der anderen Seite bewegt, aber selbst wenn er stehen geblieben wäre, der Ball war so scharf angesetzt, dass er ihn nicht gehalten hätte. Jetzt die andere Situation. Hölzenbein. Vorbei an Sürbeer und wird gefoult von Janssen. Janssen hat das Bein noch einmal hochgehoben. Hier sehen wir es wahrscheinlich deutlicher. Heisbergen, da kommt Janssen. Vorbei. Und mit dem anderen Bein zieht er nach. Taylor nicht weit entfernt, haben Sie ihn oben gesehen. Knapp außerhalb des Strafraumes. Und Breitner. Da ist auch nicht viel gegen zu sagen, gegen diesen Elfmeter. Niederlande, Bundesrepublik. Und jetzt bitte auch noch das 2:1. Bohnhof. Klug der Rückpass. Und 2:1 durch Müller. Müller.
Wie erwartet hat es bei der deutschen Mannschaft keine Auswechslung gegeben, aber bei den Holländern spielt mit der Nummer 10 Van de Kerkhoff, René Van de Kerkhoff. Und wir werden auch gleich sehen, wer aus dem Spiel genommen worden ist. Nochmal zusammenfassend sagen darf, die deutsche Mannschaft hat nervös und hektisch begonnen, fand aber dann ihr Spiel und es wurde gegen Ende der ersten Halbzeit sogar ein grandioses Spiel von der deutschen Elf. Aber die Holländer sind der erwartet starke Gegner in diesem Finale, der ungeheuer selbstbewusst auftrat und auch ebenso aufspielte und begann. Allerdings zum ersten Mal liegen die Niederländer in diesem Turnier mit einem Tor im Rückstand. Rensenbrink, der Linksaußen, ist nicht mehr dabei, während Schiedsrichter Taylor jetzt das Zeichen zum Beginn der zweiten Halbzeit gegeben hat, hat mit der Nummer 10 Van de Kerkhoff die Position von Rensenbrink im Team der Niederländer eingenommen. Unglaublich die Steigerung der Mannschaft und auch der einzelnen Spieler. Denken Sie zum Beispiel an Berti Vogts, der erst Schwierigkeiten hatte mit Cruyffs, die gelbe Karte bekam, aber das alles überwand und großartig sowohl in der Defensive als auch in der Offensive kämpfte. Dann Jürgen Grabowski, der heute 30 Jahre alt wird, am rechten Flügel, ungeheuer selbstsicher aufspielt. Außerdem scheint Hoeneß seine alte Stärke wiedergefunden zu haben. Setzt sich jetzt gegen drei Spieler durch, der Frankfurter Grabowski. Die holländische Nationalmannschaft hat ausgewechselt. Holländer jetzt im Gegenstoß. René van de Kerkhoff mit der Nummer 10. Kerkhoff eben von der Stadionansage genannt. Hier mitten im Bild konnte diesen Ball natürlich nicht mehr erreichen, der viel zu weit geschlagen war. Da gibt es also nichts auszusetzen an der deutschen Elf, nichts zu kritisieren. Sondern man kann von jedem Einzelnen und von der gesamten Elf nur mit Achtung bis jetzt sprechen. Wolfgang Uwerath. Oh. Das, ich beklage nicht so sehr das Foul, als das verloren gegangene Zusammenspiel zwischen Hölzenbein und Uwerath. Hölzenbein hatte schon zum Doppelpass angesetzt, als Uwerath dort drüben gefoult wurde. Und zwar von Sürbier, dem rechten Verteidiger. Beckenbauer. Beckenbauer nützt seine Möglichkeiten und seine Chancen als Libero in der Mitte durchzustoßen. Wenn Sie nicht mitgezählt haben, darf ich einmal sagen, dass das der achte Eckball ist für die deutsche Mannschaft. Die Holländer haben keinen bisher erzielt. Hoeneß. Ein schulmäßiger Kopfstoß des jungen Bonhoff. Steigt wie eine Kerze hoch, nickt den Ball nach unten. Da werden Sie es gleich noch mal sehen. Klappt zusammen wie ein Taschenmesser. Aber was hilft das alles, wenn der Ball um 50 cm vorbeigeht? Heisbergen, Cruyff, jetzt wird Vogts kommen, da, ja. Neskens, Hahn, wieder Neskens. Naja, dafür kann er nichts verlangen, das ist also unmöglich. Weder einen Strafstoß noch einen indirekten Freistoß kann es für so etwas geben.
Gefährliches Spiel oder Vorteil? Schiedsrichter Taylor lässt dem Spiel jetzt mehr Lauf als in den ersten 10 Minuten, wo er offenbar Sorge hatte, die Sache in den Griff zu bekommen. Hat einen sehr eleganten linken Spannstoß, der Mann aus Wolverhampton. Cruyff, Eisbergen, Hoeneß, Janssen. Sürbier. Van der Kerkhoff. Da sehen wir es gleich nochmal. In der Tat geht Cruyff mit gestrecktem Bein vor. Fühlt sich aber offenbar keiner Schuld bewusst. Meier ist wohl auf. Da ist er, der erste Eckball. Repp. Die Tat von Breitner möchte ich noch mal sehen. Aber das, ja. Wir schaffen es, bevor der Eckball ausgeführt wird. Jawohl. Und klar den Ball vor der Linie abgefangen. Overath, Müller. Ja. Die holländischen Abwehrspieler nehmen immer zuerst ein bisschen den Mann und dann den Ball. Beckenbauer, Hoeneß und Kohl. Cruyff gegen Overath. Klares Foul von Overath. Oh.
Das sah gefährlich aus. Das konnte auch gefährlich werden für den holländischen Spieler, der sich von hinten in den Schlag von Beckenbauer warf, der noch am Boden kniet. Aber es war auch eine gefährliche Situation jetzt. Und das nun zum zweiten Mal innerhalb von 2 Minuten. Die deutsche Elf doch wieder Glück gehabt. Schwarzenbeck hat noch gar nicht mitbekommen, dass Beckenbauer etwas angeschlagen ist. Sonst hätte er ihm diesen Ball gar nicht zurückspielen dürfen. Mittlere Konfusion in der deutschen Abwehr. Der Ball war vorher im Flug im Aus. Holländischen Angriffsspieler verstehen sich ausgezeichnet. Sie warten auf die Pässe aus der Tiefe von Cruyff und von Neskens, halb hoch geschlagen, starten rechtzeitig. Und damit wird die deutsche Abwehr im Augenblick nicht gut fertig. Außerdem attackieren sie früher, wenn die deutsche Mannschaft angreift. Versucht man möglichst schon im Mittelfeld diese Angriffe zu stören und zu unterbinden. Bonhof. Die Fotografen sind hin und her gerissen, versammeln sich jetzt alle wieder hinter dem Tor der Niederländer. Grabowski. Das war zweimal die Situation, von der ich soeben sprach. Weite, hohe Vorlagen, erst auf den Flügel und dann wird der Ball geflankt, meistens an den kurzen Torpfosten und dort startet ein weiterer Angreifer aus der zweiten Reihe hinein. Vogts, Grabowski. Noch einmal Vogts, Overath, wieder Vogts, Overath. Hölzenbein. Gefault, gefault. Abseits, abseits, abseits. Aber Jürgen Grabowski ist in einer unglaublichen Spiellaune. Hat jegliche Nervosität abgeschüttelt.
Janssen. Nicht im Aus. Hoeneß. Eins, zwei Schläge, dann diagonal über das Feld und schon sind die Niederländer an unserem Strafraum. Janssen. Rep. Ja, Freunde, du musst ein bisschen genauer markieren und decken da hinten in der Abwehr. Und immer wieder Pfiffe für Cruyff. Breitner. Hahn, Sürbier. Wolfgang Overath wird da an der Linie behandelt.
wieder, aber hat offenbar eine Prellung. Ist schon wieder im Spiel. Serbia. Cruyff. Hölzenbein. Hoeneß. Grabowski. Konsequent bleibt der Frankfurter an der Linie. Das hat sich ausgezahlt. Overath. Wieder Hoeneß. Abseits. Elegant an Reisbergen vorbei. Aber da ist natürlich auch noch Hahn. Reisbergen kann offenbar nicht mehr, ist verletzt. Ja. Aber er macht weiter. Zumindest vorerst. Die Holländer haben ihre Taktik geändert. Cruyff schleppt nicht mehr so viel Bälle, wenngleich er jetzt hier am Mittelkreis zu sehen ist. Aber er spielt sehr häufig Spitze zusammen mit Neeskens. Repp war das. Breitner. Jawohl, Reisbergen wird ausgewechselt gegen De Jong. Die niederländische Nationalmannschaft tauscht aus. Für Reisbergen spielt De Jong mit der Nummer 7. Abseits.
Neskens. Das hätte gefährlich werden können, denn nach innen war schon Van Hanegem gestartet, wenn diese Flanke gekommen wäre. Ich kann das verstehen, die Nervosität auf der Deutschen Bank. Eben haben alle Reservespieler, Trainer und Betreuer gewinkt, mehr nach vorn, mehr ins Mittelfeld verlagern, denn die Angriffe der Holländer werden effektiv zu spät gestoppt. Meistens erst an unserem Strafraum. De Jong zum ersten Mal am Ball. Arnhem, Van der Kerkhoff. Bonhoff war der Retter. Oh, oh. Der Faden in der deutschen Mannschaft gerissen. Die Holländer haben in der zweiten Halbzeit die größeren Spielanteile. Gibt es keinen Zweifel, zumindest bis jetzt. Fuchs. Cruyff dirigiert alles nach vorn. Jung. Schürbier. Kohl. Van der Kerkhoff. Ganz gefährlich, diese hohen Bälle. Weil jeder einzelne holländische Spieler unwahrscheinlich kopfballstark ist. Vorteil. Jawohl. Das
ist Uli Hoeneß, wie in den Europapokalspielen. Kein Foul. Korrekt vom Ball gedrängt. Großartige Konterattacke. Aber leider nur eine. Schwarzenbeck. Müller. Grabowski. Alles klug und überlegt, was er macht. Rolf Beckenbauer. Handspiel von Müller. Handspiel von Müller. Nur an Beckenbauer kann sich die Mannschaft im Augenblick wieder aufrichten. Aber vielleicht wird er aus reiner Nervosität auch von allen zu viel gesucht und zu oft angespielt. Sürbier. Tor. Nein. Da sagt Meier, frei steht er vor mir. Wieder von rechts außen an den kurzen Torpfosten gespielt die Vorlage. Oh, Rett war es, der diesen Ball aus 5 Metern verschoss. Das Publikum tut sein Bestes. Hoeneß, Gerd Müller gegen Janssen, Grabowski, Bonhof, verfolgt von der Kerkhoff. Freistoß, da kann man aber wirklich geteilter Meinung sein, Freistoß gegen die deutsche Elf. Beckenbauer, Schwarzenbeck, Berdi Vogts. Oh! Wieder Kreuz. Repp. Ungeheuer antrittsschnell. Jetzt können wir aber schon von Glück reden, dass es immer noch 2:1 steht. Aber Hölzenbein zurückgepfiffen.
Van der Kerkhoff. Eckball. Kein Zweifel. Rolf macht alles, wirft ein, wird Eckbälle, schlägt Flanken, stürmt, baut auf. Ja! Kopfball, Kopfballabwehr eines Torhüters in einem WM-Finale. Aber richtig gemacht von Jungblut. Da eine Nervosität drin auf beiden Seiten, nachdem das Spiel eine halbe Stunde so großartig lief. Natürlich war es ein Foul und ein gefährliches Spiel, aber der Ball ist immer kürzer geworden, ist nicht auf Meier zugeflogen, er musste ihm entgegen. Natürlich war wieder Cruyff am nächsten dran. Müller, Hoeneß, das klappt nicht ganz, weil dieser Jungblut ja Weltmeister im Herauslaufen ist. Abseits. Noch 7 Minuten bis zum Ende der regulären Spielzeit. So. Unsere Mittelfeldspieler sind einfach überlastet, werden überrollt, können das Spiel nicht mehr auffangen und können es nicht mehr drehen und in den Angriff führen. Gleiche Situation. Neskens hat sich aufgestützt, Freistoßentscheidung. Hölzenbein. Ja, aber, Mr. Taylor, da muss man halt auch den Mut haben,
noch einmal zu pfeifen. Das muss ich sagen. Auch wenn sich das als subjektive Einstellung anhört. Neskens. Paul. Paul. Breitner am Boden. Oh. In der Hälfte der Holländer, fast am Strafraum, liegt Bonhof. Da sehen Sie es, ja. Spiel ist deshalb erneut unterbrochen. Noch 3 Minuten, aber ich bin sicher, dass Schiedsrichter Taylor nachspielen lassen wird. Das ist fast schulmäßig, was die Holländer machen. Die Flanke von hinten in die halbrechte Position und immer weiß Cruyff, dass der Ball da hinkommen wird und startet da hinein. Ein Zitterspiel in der zweiten Halbzeit für die deutsche Mannschaft. Nach innen, jetzt geht doch nach innen, Junge. Entschuldigung, jetzt. Ja, entschuldigen Sie, dass ich einmal so persönlich geworden bin. Kann es doch, der Grabowski. Normalerweise läuft die letzte Minute im WM-Finale 1974 zwischen der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande. Abseits. Schwarzenbeck. Breitner. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Normale Spielzeit ist vorbei. Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt! Weltmeister 1974. Oh,
hat das Kraft gekostet. Meine hat das Damen und Herren, bitte gehen Sie nicht auf das Spielfeld. Ein Sieg, der erkämpft, erarbeitet, erzittert werden musste gegen eine hervorragende Mannschaft der Niederlande, die gezeigt hat, dass sie mit Recht im Finale stand, ein würdiger Endspielgegner war, ein großer Gegner. So, und jetzt, meine Herren, können Sie langsam die Sachen entkorken, die besseren Sachen, und Sie, meine Damen, können mittrinken. Und die nächsten Minuten gehören unserer Bildregie, gehören Kurt Meinecke und seinen 7 Kameras. Ich lasse Sie allein mit diesen Bildern, ehe wir ein Fazit ziehen. Wir haben Zeit, wir haben ausreichend Zeit. Alles, die Handschuhe, einzeln. Schiedsrichter Taylor, es war ein schweres Spiel für ihn, geladen von Hektik und Nervosität. Vielleicht ist es kein Zufall, dass nun wieder Gerd Müller das entscheidende Tor geschossen hat. Und etwas für die Statistiker, das Sie ab morgen oft lesen werden. Es war das 100. Tor, das eine deutsche Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften insgesamt geschossen hat. Das 100. Tor war das entscheidende. 2:1. Ein Kompliment an beide Mannschaften. Weltmeisterschaftsendspiele können nicht besser sein, weil zu viel auf dem Spiel steht. Ein Kompliment an die Holländer, an die Niederländer vorweg, die eine hervorragende Mannschaft besitzen, durchsetzt von Einzelkönnern. Aber unser Respekt und unser Beifall für die eigene Mannschaft, die sich in einer schweren zweiten Halbzeit doch noch mal gefangen und aufgerichtet hat. Allein an Franz Beckenbauer, vielleicht doch an den besten Fußballspieler, den die Bundesrepublik Deutschland je besessen hat. Da stehen sie, Verdi Vogts, rechts im Bild Jürgen Grabowski. Beide haben ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Dahinter Bonhof, der 22-Jährige. Wolfgang Overath, mit dessen Comeback nicht mehr zu rechnen war. Herzlichen Glückwunsch an ihn, an den Kölner. So, meine Damen und Herren. Sir Stanley Rouse wird den neuen FIFA World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben. Der neue Pokal bleibt für 4 Jahre beim Deutschen Fußballbund im Tresor. Der neue Pokal, eine Schöpfung des Italieners Silvio Gazzaniga. Helmut Schön,
im 101. Spiel, in dem eine deutsche Nationalmannschaft betreute, endlich am Ziel. Herzlichen Glückwunsch, Helmut Schön. Das war nicht einfach. Das war ein Turnier mit Haken und Ösen. Und es hat sich gezeigt, wie schwer es war, für diese Mannschaft Favorit zu sein. Da gab es Licht und Schatten. Aber kein Zweifel, die beiden besten Mannschaften des Turniers haben dieses Finale bestritten. Und die deutsche Mannschaft hat den Titel nicht unverdient gewonnen. Die Reservespieler, Nick Buhr, Kremers, Flohe, den kennen Sie, Uli Hoeneß. Die Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland ist vorbei. Gratulation an Cruyff, an Hahn. Gratulation an die niederländische Mannschaft, die nur vor dem Turnier bei den Fachleuten, bei den Experten als Favorit, als Mitfavorit galt. Das zweite große Sportfestival innerhalb von 2 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ist vorbei und diesmal, Gott sei Dank, ohne politische Zwischenfälle. Es war herrlich, 15 Mannschaften bei uns zu Gast zu haben und südamerikanischen Fußball zu studieren, europäischen aus Ost und West zu vergleichen. Kapitale Vollficke. Und festzustellen, wie faszinierend Fußball in allen Variationen sein kann. Natürlich ist das Glück vollkommen, wenn die eigene Mannschaft, die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland, dann auch noch den Titel gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, nicht nur an alle 11, an alle 14, die überhaupt in diesem Turnier eingesetzt waren, sondern an alle 22 Spieler, an alle 18 vielmehr, die in diesem Turnier eingesetzt waren, an alle 22 Spieler, auch an jene 4, die nicht zum Einsatz kommen konnten. Und einen herzlichen Glückwunsch an Helmut Schön, an Jupp Derwall, an Wiedemeyer, an Heddergott und alle, die sie mitgeholfen haben, diesen Erfolg zu erringen. Wir auf Wiedersehen, au revoir, goodbye, adios. 74, die Nationalmannschaft in 4 Jahren in Argentinien.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Wir dürfen uns von Ihnen verabschieden und das sagen, was auf den Stadionanzeigetafeln steht. Auf Wiedersehen 1978 in Argentinien.